Das Leonhardz und der Fernsehturm müssen nun auch die Mitstreiter überzeugen. Super! Was ist auf dem das Fernsehturm. Hier? Ja. Fernsehturm Stuttgart. Ja. Hammer! Wunderschön. 25 Jahre lang Schwabenland und ich war noch nicht hier oben. Wurde es Zeit. Sind eure Erwartungen denn so hoch wie der Turm? Ja, nachdem wir hier am Fernsehturm sind, erwarte ich auf jeden Fall eine deutsche Küche mitunter auch mit schwäbischen Gerichten. Also ich erwarte, ganz ehrlich gesagt, ein Ausflugslokal. Mhm. Aber er wird bestimmt auch ein paar wirklich Gerichte mit auf der Karte haben, wo er zeigen kann, dass sein Koch auch wirklich was kann. Also schon so ein paar Highlights mit drauf, denke ich. Ja. Ob Touri-Teller oder Feinkostküche, am Finaltag sind die Konkurrenten extra kritisch. Die Fallhöhe ist daher enorm für Gastgeber Dennis. Ich glaube, die anderen werden mit mir schon etwas kritisch umgehen. Ich war die Woche zwar über sachlich, aber schon auch kritisch, muss ich sagen. Ich habe es versucht, fachlich korrekt zu machen. Genauso schätzen mich die anderen auch ein und das erwarten die heute von mir. Die wollen schon, dass ich abliefere, denke ich. Andererseits, wenn Dennis das heute vergeigt, wertet das die Mitstreiter auf. Ist jetzt echt kacke für die Jungs, gell? Aber ich hab den längsten. Aber hat er auch den schönsten im Gastraum? Wow, sehr schön. Ja, ja. Wirklich sehr hell und modern, sehr ansprechend und hochwertig auch. Ja. Also ich finde auch die Inneneinrichtung vom Leonhardt ist einfach, das erwartet man hier gar nicht. Ich hatte wirklich ein Ausflugslokal erwartet. Also bei der Optik von dem Laden hier bin ich gespannt auf die Karte. Also da werden bestimmt ein paar Highlights drauf sein. Ja. Ich habe Paolo mitgebracht, Restaurantmanager hier bei mir im Leonhardt. Hallo Paolo. Servus miteinander. Hallo. Showtime. Ich verteile gerne die Karten an euch. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich freue mich, dass ihr da seid. Super. Danke dir. Die Speisekarte im Leonhardt ist im wahrsten Sinne des Wortes einseitig. Ist ja im Prinzip ganz einfach. Einfach auf DIN A3 ausgedruckt, ja, aber trotzdem sieht es schon, passt sehr gut. Wertig. Ja. Wertig aus, ja. Das finde ich gut gemacht. Auch hier unten Stuttgart mit reingenommen, sein Logo in der Mitte mit drauf. Optisch punktet das Blatt schon mal. Und wie schneidet es inhaltlich ab? Was ich toll finde, irgendwo die Mischung zwischen dem schwäbischen Klassiker, was er ja hier oben als sogenanntes Ausflugsrestaurant benötigt. Aber auch wenn man dann oben rechts guckt, die Hauptgerichte, doch sehr hochwertig. Kalbsrücken Züricher Art zum Beispiel, das ist ja nun also... Na, das glaube ich, werde ich nehmen, das hört sich gut an. Paolo ist ganz Ohr. So, ich hätte gern zur Vorspeise die Flätlesuppe. Jeder wählt drei Gänge aus. Ich bin richtig dankbar, wie die Jungs bestellt haben und vor allem, was sie bestellt haben, weil die unser ganzes Spektrum durchgehen. Ne? Die wollen schwäbisch essen, die wollen irgendwie auch Gourmet essen und genau dafür stehen wir. Und deshalb freue ich mich unheimlich, dass sie uns das abverlangen. In der Ruhe liegt Kovas Kraft. Bleibt das so? Hi, grüß dich, ich bin der Carlo. Hallöchen, ich bin der Ralf. Freut mich, ich bin der Kova. Was bereitest du vor? Also ich habe da mal bestellt gehabt, das Tartar. Mhm. Von der Filet. Der Kova, wenn man ihn erstmal sieht, das strickt man erstmal. Der erste Blick vom Kova war einfach grimmig und ja. Da denkst du, hoppla, mit dem möchte ich nicht. Ja, aber sobald im Endeffekt entpuppt sich der grimmige Blick eigentlich nur als konzentrierter, genau, angespannter Blick. Das wollte ich sagen, das ist letztendlich einfach der erste Satz und da war es Eis gebrochen. Läuft. Filet ist klar, von welchem Fleisch, von welcher? Das ist jetzt argentinischem. Okay. Argentinisches Rinderfilet. Das ist natürlich die Edelvariante, ne? Zum Luxus-Tatar gibt es Kapern. Kapern an sich schmecken recht langweilig. Das sind frittiert, die sind ein bisschen crunchiger geworden. Muss jeder ausprobieren. Frittierte Kapern sind richtig gut. Ja, abtropfen auf Serviette, ein bisschen melieren und dann in frischen Rapsöl oder sowas ausbacken, bis sie knuspern. Total lecker. Die frischen Kartoffelstifte gehen auch in der Fritteuse baden. Macht ihr alle Pommes selber? Ach so, nee, wir haben montags immer Schnitzelkarte. Natürlich ganz für 10 Euro. Ist halt ziemlich, da kaufen wir. Da kauft ihr auch. Da kaufen wir natürlich. Das hätte mich genau. Ja nur schon gewundert. Ja. Aber genau. Sonst zum Tartar, die selbst gemacht. Genau, die sind selbst gemacht. Die sind immer selbst gemacht. Ich benutze nur das Dotter, also nur das Gelbe. Ja. Ja. Ein heikler Mix, oder? Ja, beim Tartar. Rohes Ei,
Rohes Fleisch birgt natürlich seine Risiken. Ja. Ist die Küche nicht so sauber, dann besteht natürlich die Gefahr, an Salmonellen zu erkranken. Aber hier habe ich nicht die Spur von irgendwelchen Brandherden auch nur gesehen. Was sagt Vorkoster Ralf zu dem Gericht? Also am liebsten würde ich natürlich jetzt die Vorspeise umbestellen. Aber da freue ich mich dann auch auf meine. Erster Gang, letzter Tag. Die Vorspeisen bergen Risiken. Der Tom hatte das Tramezzini vorab, das Garnelen-Tramezzini. Das verlangt einiges an Know-how ab, dieses Gericht zu verstehen. Schauen wir mal, ob er es kapiert. Carlo testet das hoffentlich keimfreie Tatar vom Angus Beef Filet. Ralf probiert als Vorspeise die gebackenen Champignons. Stefan löffelt vorweg die kleine Flätlesuppe. Und Thomas versteht hoffentlich die Garnelen-Tramezzini richtig. Geizt die Schwabenrunde am Finalabend mit Komplimenten oder kassiert Geschäftsführer Dennis viel Lob? Wenn ich da jetzt rüberschaue, wie die Kollegen essen, werde ich doch etwas nervöser, als ich vorhin schon war. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Die Essen, es sieht schön aus. Wir haben unser Bestes gegeben. Es ist so wie immer. Und ich hoffe, das kommt gut an. Thomas' Vorspeise soll ja was für Profis sein. Ja, es wird spannend, glaube ich. Versteht er sie denn? Ich habe das Tramezzini mit Garnelen. Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Meine, wir kennen ja dieses italienische Weißbrot. Dieses ohne Rand ist das ja, das Tramezzini. Ich dachte, da wären Garnelen irgendwie oben drauf. Aber sie haben es so als Masse hier reingemacht. Garnelen-Tramezzini heißt eben nicht automatisch, dass Garnelen zwischen zwei Weißbroten liegt. Schmeckt sehr gut, wirklich. Man schmeckt den Garnelen auch raus. Mhm. Dazu der Seealgensalat. Schmeckt super, eine echt geile Farbe. Ihr seht ja, hammerhart. Schmeckt spitze mit Sesam drin, ganz leicht abgewürzt. Also, wirklich sehr, sehr gut. Ich muss noch mal essen. Ich hatte mir meinen Tramezzini als Sandwich vorgestellt, so wie ich das auch aus Italien kenne, und wo dann Garnelen dran standen. Dann dachte ich, ja, die sind halt Garnelen dazwischen als Sandwich gemacht und auseinandergeschnitten. Es war jetzt eine Farce, was sehr, sehr gut geschmeckt hat. Leider war es in der Karte nicht erkenntlich. Würde ich persönlich reinschreiben. Und da hätte ihm Tom jetzt mehr Modernität zugetraut. Stefans Suppe ist ein absoluter Klassiker. Ja, Flätlesuppe ist schon hier im Schwurbeländle ein bisschen auch eine Frage der Ehre, muss man ganz klar sagen. Das heißt? Das ist Maßstab. Uiuiui. Ui. Ist gar nicht so leicht. Die ist nämlich oft ein bisschen zu stark im Geschmack, finde ich, oder zu versalzen dann auch. Ne? Aber ich finde hier auf den Punkt getroffen. Die obligatorische Frage von uns Gastronomen. Sie ist selbst gemacht. Es ist kein Convenience. Das ist, aber das hätte ich hier auch wirklich nicht anders erwartet. Ne? Da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist eh klar. Man kann da viel falsch machen. Und hier ist nichts falsch gemacht worden, auf jeden Fall. Ja. Super. Also ich habe hier die gebackenen Champignons in einem schönen Salat. Mit Sicherheit handpaniert und frisch. Schmeckt man auch, dass es wirklich frische Champignons ist, eine eigenständige Panade. Und in der Verbindung mit der Soße wirklich sehr, sehr schmackhaft. Oh, er kommt. Oh, er kommt. Hört sich, das hörst du. Hört sich so streng an. Leute, was ist? Ich hoffe, es war soweit in Ordnung. Ich muss sagen, jetzt als Letzter im Bunde dachte ich, wird es mir leichter fallen. Ich kann euch versprechen, dem ist nicht so. Ich bin wahnsinnig nervös und hoffe einfach jetzt, dass es euch geschmeckt hat. Ralf, fang du an. Ich suche noch nach den richtigen Worten. Spannend. Dennis, Vorspeise in Ordnung, alles gut, aber eine sehr, sehr große Portion. Vielleicht ein bisschen weniger, weil wir wollen ja die Vorspeisen auch noch weiter forcieren, dass wir auch noch einen Hauptgang bekommen. Aber ansonsten sehr, sehr lecker. Genau, darum geht's, ne? Vielleicht ein, zwei weniger Champignons, ja, dann passt's. Genau, so einfach so, genau 6er Champignons wären vielleicht besser. Einfach, aber ansonsten wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Und sonst noch jemand? Hast du deine Worte gefunden? Ja, ich versuche. Ja. Ich versuch's mal. Dennis. Ja. Enttäuscht? Bin ich wie erwartet nicht geworden. Ein geiles Tatar. Richtig lecker. Super Fleisch, handgemachte Pommes, cool die frittierten Kapern. Mega, genauso weitermachen. Könnte vom Preis her gerne auch noch 2-3 Euro nach oben gehen. Gerne im Sinne, nicht als Gast, aber als Gastronom. Ja. Wenn du da 3 Euro draufhaust, machst du gar nichts falsch. Okay, finde ich sehr, sehr gut und bin unendlich dankbar, dass gerade von dir, der
auf frische Küche steht, dass so was kommt, freut mich. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Dankeschön. Bis später. Also ich glaube, der Dennis ist, ich glaube, wie wir alle am Gastgebertag, extrem nervös. Auch wenn er jetzt schon 4 Tage mit uns unterwegs war. Aber ich glaube, es ist immer ein Unterschied, ob man Gastgeber ist oder Gast. Küchenchef Kova kennen wir ja als eher ruhigen Zeitgenossen. Bringen Thomas und Stefan ihn aus dem Konzept? Wir haben jetzt hier argentinisches Rinderfilet. Damit machen wir heute den Strammer Max. Richtig gutes Stück Fleisch. Also, es gibt ja Rinderfilet, wo am Ende dick sind und nach hinten dünn gehen. Und es hatte wirklich eine gleichmäßige Dicke. Es war ein wunderschönes Stück Fleisch. Also es ist schon ein besonderes Stück Fleisch. Absolut, absolut. Alte Küche, wir kombinieren so ein bisschen neu erfinden. Nicht mit dem Brot, sondern mit bretonischer Butterkuchen. Das geht in Richtung Brioche, sagt euch was, so ein Hefeteig. Mhm. Aber mehr Bestandteil ist aus Butter. Nicht mit Ei, sondern mit Wachtelei. So ein bisschen neu erfunden. Sozusagen. Okay, klingt spannend, super. Ja. Jetzt bin ich aber selber gespannt. Wie war das noch mit dem Fleisch? Fleisch hat keine Poren, es versiegelt sich nur. Das hat der Mike mal erwähnt. Danke. Wir schließen damit sozusagen die Poren, damit kein Fleisch... Und doch wieder sagt das nicht. Und du hast das Fleisch jetzt ganz ungewürzt einfach draufgetan? Genau. Mit Sicherheit hast du was dabei gedacht dann auch, ne? Ja, also ich persönlich finde das erstmal einfach, Salz hat die Wirkstoff, das zieht ihn einfach Wasser ab, deswegen ich würze es am Ende. Ich sehe es anders, weil alles, was man nicht ans Fleisch ranmacht vorher, also Salz zum Beispiel, kann ja nicht einfließen, weil sobald du es anbrätst, gehen die Poren zu. Und wenn die Poren geschlossen sind, nimmt es ja keine Würze mehr an, oder? Es gibt dort keine Faustformel mehr. Fertig. Wird es auch von mir nicht geben. Ich habe Fleischsorten, die ich vorher würze und dann anbrate. Und ich habe Fleischsorten, die ich vorher anbrate, ohne zu würzen. Also, es wird von mir da keine Formel mehr geben. Die Fasern des salz- und porenfreien Filets sind versiegelt. Der restliche Garprozess findet im Ofen statt. Ich kenne das jetzt klassisch. Strammer Max mit Toastbrot. Genau. Du benutzt jetzt den bretonischen Butterkuchen, also ist ein Brioche. Ist ja im Endeffekt ein Brioche, genau. Wie bist du darauf gekommen? Was ist dein Rezept? Ja, also ich habe mal ein bisschen geguckt. Also gerade, wir haben auch Terrasse, wir haben auch ein riesen Restaurant. Ich dachte, wie geht das Ganze schneller? Bin auf die Idee gekommen, bretonischer Butterkuchen. Da spare ich schon mal das Butter auf den Toast zu streichen. Den haben wir abgewürzt mit Salz, Pfeffer, Chili. Oben drauf ist frisches Meersalz. Da haben wir auf jeden Fall einen sehr kreativen jungen Mann, ne? Spitze. Der mit sehr viel Leidenschaft überhaupt auch alles anfasst. Ne? Die Tupfen auf dem Wachtelei sind kein Dreck, sondern dienen der Tarnung. 10 bis 12 Gramm leicht ist so ein Eichen, eine Delikatesse. Schaut gut aus und ich glaube, ich darf meine Haare auch behalten. Der ist nicht nervös. Spitzenkoch Mike hat um seine Haare gewettet, dass Koch Kova heute cool bleibt. Was könnte den afghanischen Küchenchef denn nervös machen? Die klassischen Stolpersteine sind wie immer. Fleisch, was kurz gegart wird, was kurz gebraten ist, muss auf dem Punkt sein. Wenn sich da mal nur etwas um Sekunden, Minuten verzögert, kann es schwierig werden, ja. Perfekt oder nicht, hier sind die Hauptspeisen. Ich war kurz spaßlos, muss ich sagen, weil das Teller war fantastisch angerichtet. Mega. Schaut ja toll aus. Für Carlo ist der neu interpretierte Stramme Max. Ralf probiert die Barbarie-Ente mit Karotten und Polenta. Stefan liebt die Klassiker und hat den Schwabenteller bestellt. Und Thomas Kalbsrücken Zürcher Art ist hoffentlich auf den Punkt gegart.